Wenn es um Vater- und Tochterbeziehungen in der Geschichte geht, haben wir oft das Bild von Töchter haben keinen Wert für Väter, außer um sie zu verheiraten. Und damit wir uns auch nicht falsch verstehen, davon gibt es sehr viele Beispiele. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Eines dieser Ausnahmen ist der berühmte Philosoph Cicero, von dem es hieß, dass er ein unfassbar lieber Papa war. Seine Tochter Tullia verstarb, während sie selbst ein Kind auf die Welt brachte, was Cicero vollkommen niedergeschmettert haben soll. Bis heute haben wir Briefe von vielen Freunden von ihm, die ihm ihr Beileid wünschten. Er soll sich für Wochen isoliert haben und Werke von Philosophen gelesen, in denen es darum ging, wie man mit alles zerfressender Trauer klarkommt und diese überwinden kann. Als er wieder aus der Isolation herauskam, hat er sich von seiner zweiten Frau scheiden lassen. Der Grund dafür lag daran, dass sie in Ciceros Augen nicht genug getrauert haben soll nach dem Tod von seiner Tochter. Bis zu seinem eigenen Lebensende soll dieser Tod ihn stark geprägt haben.